Oh. Well, that didn't work, so. Cold. Ich weiß. Einen haben wir noch, einen Rohrkolben, der muss jetzt funktionieren. Come on. Ja. Och, shit. Are you serious? Ich geh nochmal rein. Ist doch blöd. Müssen wir uns drin nochmal aufwärmen? Hab nichts mehr zu trinken. Immer dich zerlegen. Verwenden, ablegen. Ich kann es leider nicht zerlegen, das Büchlein. Das ja aber auch überhaupt kein Papier ist. Na gut. Ja, dann warten wir jetzt nochmal. Machen wir mal zwei Stündchen. Und schauen mal, wie wir uns dann wieder erholt haben. Da müssen wir nochmal Rohrkolben suchen gehen. Immer noch. Ich mach mal die Pfirsiche auf. Da geht jetzt ziemlich viel verloren, denke ich mal. Wenn das nicht gefixt wurde. Yep. Fast 100 Kalorien sind weggegangen. Aber ist da jetzt hier unser Trinken nach unten gegangen? Ich glaube schon. Ich schlaf nochmal. Zwei Stündchen. Ein Leben auf Messerschneide ist das hier. Und jetzt müssen wir nochmal nach draußen gehen. Sind komplett erholt. Und müssen nochmal Rohrkolben suchen. Moment, habe ich jetzt immer noch? Ich habe immer noch Erfrierungsrisiko an der Hand, weil wir keine Handschuhe haben. Es hilft einfach nichts. Wir müssen nochmal hier weg. Ich sehe absolut nichts. Und brech mir gleich den Fuß. Die Holzstreichhölzer haben 5% besser Feuer machen. Ja, da können wir ja mal schauen dann. Ach, irgendwo noch Zunder. Zunder, Zunder, Zunder. Da vorne ist noch jede Menge. Can't feel my feet. Oh, das gibt's ja nicht. Einmal Zunder. Und ich dachte, ich mache hier so einfach mal schnell einen Run, ne? Könnt ihr ja auch hier draußen im windgeschützten Bereich irgendwo ein Feuer machen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht viel bringen. Lauf, Forest, wo ist denn unsere Hütte? Ja, jetzt ist auch noch durstig. Wo ist denn unsere Hütte? Oh, ich bin ja komplett einen Umweg gelaufen. Und wir gehen so furchtbar langsam. Bei Gegenwind auch noch. Das habe ich komplett vergessen. Gegenwind ist die Hölle. Das ist einfach furchtbar. Und grundsätzlich haben wir ja immer Gegenwind. Das war ja auch im ersten Durchgang schon so. So, sind wir hier geschützt irgendwo? Ja, hier sind wir geschützt. Ich stell mich mal hierher. Probieren es nochmal. Was denn? Ich hab's gesehen. Hier war irgendwo was Grünes. Streichhölzer wechseln. Das waren schon die guten Streichhölzer. Oh. Wir können die Schießanleitung verbrennen. Machen wir gleich mal. Not am Mann. Da müssen wir jetzt einfach durch. Die müssen wir verbrennen, die Anleitung. Come on. Come on.
you serious? Jetzt haben wir die Schießanleitung komplett für nichts verbrannt. Oh, die ist immer noch da. Sehr schön. Ich habe echt schon wieder alles vergessen. Ohne Scheiß. Das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, seit wir gespielt haben. Bin mir da nicht mehr sicher. Ich habe schon so viel vergessen wieder. Die ganze Mechanik. Ein bisschen was hat sich auch geändert. Ich will doch nur ein Feuer machen. Ein Feuer. Das wir dann nie mehr ausgehen lassen. Yes, okay. Also, so, wir hauen mal hier alles rein. Dann gleich mal stellen wir hier das Schweinefleisch mit Bohnen. Wie kann ich das draufstellen? Okay. Dann wird das wahrscheinlich gekocht. 17 Minuten bis zum Garpunkt. Sehr schön. Wahrscheinlich kann es auch verbrennen. Wo ist unsere Dose? Hier ist die Dose. Und dann machen wir hier mal 19 Minuten. Ist jetzt eigentlich hier, Temperatur ist immer noch minus 11. Das heißt, ich gehe jetzt mal rein. Warte mal ab. 20 Minuten. Du musst dich selbst notschlachten, bevor du erfrierst. Sollen wir uns den Arm abhacken? Tongue feels like sandpaper. Hier sich auch immer beschwert, als wüsste ich nicht, was los ist. Wir haben einigermaßen Holz. Wir haben ja doch Brandbeschleuniger. Nee, wir haben Lampenöl, verdammt. Wir haben einigermaßen Holz, das heißt, da können wir schon jetzt einiges an Wasser machen. Und ich denke mal, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, den Grundstock an Wasser aufbauen. Wir haben essensmäßig können wir wieder einigermaßen drauf verzichten. Das haben wir ja beim ersten Durchgang auch schon so gemacht. Das sieht einigermaßen gut aus, dass wir hier nicht unbedingt aufpassen, aber trinken und die Wärme. Wir haben halt auch keine Klamotten hier gefunden. Eigentlich liegt irgendwo noch ein dicker, fetter Pulli. So, die Sonne geht auf. Das ist schön. Ich gehe mal nach draußen. Und begrüße sie mit einem juchzenden Hello. Hallo, Dandelion. So, ist hier 27 Minuten bis verbrannt. Wir nehmen das mal. Und essen's. Und das Wasser wird jetzt noch gekocht. Nicht trinkbares Wasser. Feuer läuft noch eine Stunde 20 Minuten. Den Kaffee können wir wahrscheinlich ohne nicht machen. Probier mal was. Eins ablegen. Ah, den können wir nicht draufstellen. Dafür brauchen wir dann wieder hier das Wasser. Ich kann leider nicht näher rangehen. Hier. Temperatur geht immer noch nach unten. In 12 Minuten warten wir mal kurz ab. Ich glaube, da kann man sogar warten dann, genau. Nehmen und schmelzen. Okay, jetzt gehen wir rein. Ich soll die Zeit nutzen. Ich kann die Zeit nicht nutzen, Ghost Rider, weil ich friere. Das ist das Problem. Ich kann jetzt nicht rumlaufen, weil ich ständig friere. So, erstmal was trinken. Oh, ja. Sehr schön, wie wir wieder aufgefüllt werden. Jetzt müssen wir uns eigentlich, können wir uns eigentlich nur wieder hinlegen. Zwei Stündchen, machen wir mal drei Stündchen. Und uns aufwärmen. Und dann können wir wieder rumlaufen. Oh nein, jetzt ist Feuer aus. Nein. Shit. Das Feuer draußen ist aus. Nein, 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 nein. Mehr Stöcke, mehr Hitze. Naja, aber wir haben jetzt eh schon 1,5 Stunden oder so haben wir gehabt im Feuer drin. Das müsste eigentlich auch passen. Oh Mann. Nimm das mal mit. Und zünd hier nochmal an. Feuer machen. Wir haben noch einen Rohrkolben.
Achte mal auf Feuertemperatur. Um heißer, umso wärmer. Stöckchen geben 1 Grad pro Stock. Einfach mal drauf achten. Ja, da müssen wir halt schauen. Ne? Ich will ja nicht gleich alles rausbuttern. Dann brennt das Feuer irgendwie 10 Stunden. Und der Großteil der Stunden mache ich nichts, weil ich nicht da bin. Macht ja auch keinen Sinn. Wir müssen alle halbe Stunde quasi wieder herkommen und das Wasser abholen. So, wir schmeißen das erstmal das hier alles rauf. Machen wir mal 3 Stunden jetzt. Dann Wasser kochen. Haben wir jetzt, Moment, haben wir jetzt kein trinkbares Wasser tatsächlich? Dann kochen wir erstmal das Wasser. Ja, und ich kann wieder nichts mehr machen. Ich bin komplett wieder durchgefroren. Guckt euch das an. Minus 7 Grad jetzt. Und es scheint jetzt auch keine Sonne, aber trotzdem. Blöd. Sehe ich hier vorne was? Sehe ich irgendwas drin? Ein Pullover oder so? Eine Gewehrpatrone. Sehr schön. Genau das, was wir brauchen. Ich glaube, in der näheren Umgebung gibt es jetzt nicht auch großartig noch irgendwie Häuschen. Jetzt ist mir das nicht bekannt. Ja, was machen wir jetzt? Stehen wir hier rum. Wenn ich jetzt eine Stunde schlafe, dann verschenkt man eine halbe Stunde. Ich mach das mal. Irgendwie drehe ich mich da im Kreis. Oh, ich bin nicht müde genug. Gut, dann gehen wir wieder raus, holen uns das Wasser. Das müsste ja immer noch brennen jetzt draußen. Wo ist eigentlich das Wasser? Hä? Ich probiere nochmal was. Schmeiße hier nochmal ein bisschen was rein. 2 Stunden. 17 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Geh nochmal rein. Schlaf nochmal eine Stunde oder warte nochmal eine Stunde. Es sei denn, dass das Wasser verdampft. Das wäre mega fies. Wir schauen mal. Das wäre richtig fies. Nee, jetzt ist es da. Nicht trinkbares Wasser. Ich nehme das jetzt mit. Ist mir egal. Wenn der Schlafsack liegen bleibt, nutzt er sich schneller ab, oder wie? Den nehme ich doch nicht immer mit, der ist ja schweineschwer. So, ich kann jetzt hier mal eben noch ein paar Stöckchen holen, oder? Boah. Nein, nein, hör auf zu kartografieren. Das gibt's ja nicht. Jedes Mal der gleiche Fehler. Boah. Jetzt habe ich wieder die gesamte Wärme vertan, weil ich hier zu kartografieren angefangen habe. Ja. Wir gehen gleich wieder nach Hause. Das Wasser essen kann verbrennen, unbrauchbar werden. Okay, Essen verbrennen ist okay, aber das Wasser echt jetzt verdampft. So, jetzt können wir hier sogar stehen bleiben. Eine Minute bis zum Schmelzpunkt, dann schauen wir ihm beim Schmelzen jetzt zu. Und jetzt 19 Minuten bis zum Siedepunkt. Ich nehme jetzt einfach mal das noch nicht gekochte Wasser mit. Nur zur Not. So, wir schmeißen ein paar Stöcke drauf. Hinterher brauche ich den dann. Ich kann Wasser abkochen, ja, aber ist natürlich jetzt... Hier drüben. Da ist wahrscheinlich gar nichts, oder? Kann ich die Tür aufmachen? Nee. Hier liegt nochmal Holz. Ich bin 2 Meter weggelaufen vom Feuer und bin schon wieder unterkühlt. Oder habe das Unterkühlungsrisiko. Ich bin so cool.
Und es wird ja auch nicht besser. Ich habe ja keine guten Klamotten. Ja? Ah, trinken müssen wir auch was. Jetzt werde ich mir gleich irgendwie eine Vergiftung zulegen. Heute läuft es irgendwie nicht. Trinke ich lieber direkt gleich vor meinem bequemen Spezi. Also auf Erkundung kann ich hier noch nicht gehen. Ich weiß nicht, wo ich hingehen kann. Kartografierung war natürlich für den Arsch. Wir sind aktuell, ich glaube hier im idyllischen Tal. Und wahrscheinlich irgendwo hier unten. Oder hier unten, ich weiß nicht. Oder hier. Ich glaube hier vorne sind noch Häuser. Bin mir nicht sicher. So, unsere Temperatur geht nach oben. Das ist sehr schön. Dann warten wir jetzt hier den Siedepunkt auch noch ab. Ich meine, da müssen wir halt einfach jetzt mal durch. Eieiei, was haben wir denn jetzt hier? 21 Grad, das ist ja, da kann man ja T-Shirt rumlaufen. Theoretisch könnte man uns auch noch einen Kaffee machen. Geschmackloses Hundefutter essen werde ich mir aufsparen. Ja, das Wasser kochen wir jetzt ab. Jetzt ist hier schön mollig warm hier. Das machen wir jetzt schon. Ich hätte halt gern eine größere Kanne. Ich höre schon hier die Wölfe. Jetzt eigentlich, die Hintergrund-Sound ist ja zu laut. Bei mir ist der nämlich ziemlich laut auf dem Kopfhörer. Ob ich schon gestorben bin? Ja, einmal bin ich schon gestorben. Von solcher. Vielleicht müssen wir einfach doch wieder in Milton anfangen. Aber kenne ich schon in- und auswendig Milton. So, ich nehme das mal mit tatsächlich. 30 Minuten bis verkocht. Tatsächlich. Vielleicht kommt eine Ente und kippt das Wasser um. Das wäre natürlich blöd. Das wäre blöd. So, wir trinken gleich mal was. Halben Liter, jawohl. Da ist er auch schon wieder weg. So, dann müssen wir jetzt mal entscheiden, in welche Richtung wir erstmal laufen. Ich glaube, die Sonne geht langsam unter. Dann setzen wir, warten wir noch kurz hier das ab und dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Wir brauchen auf alle Fälle noch mehr Holz. Viel mehr Holz. In welchem Tal? Ich war noch in keinem Tal, nee. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo das ist. Keine Ahnung. So, 2 Stunden läuft das noch. Ja, ich würde ja fast. Wir müssen unten am Fluss entlang gehen erstmal, weil wir mehr Rohrkolben brauchen. Wir müssen unten am Fluss entlang gehen. Ganz wichtig. Jetzt sind wir eigentlich müde? Das geht. So, jetzt sind wir komplett aufgewärmt dann. Das heißt, wir gehen jetzt auf Rohrkolbenjagd. 2 Minuten. In 1 Minute. So, los geht's. Auf zur wilden Jagd. Im idyllischen Tal, das ist... Ja, das hier ist das idyllische Tal. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob es da noch irgendwo ein separates Tal gibt, das du jetzt meinst. Ich glaube, da hinten, da haben wir die Rohrkolben schon abgepflanzt, abgegrast. Da haben wir halt überhaupt nicht laufen können. Keine 2 Meter. Schlurf, schlurf. Ich bräuchte einfach noch ein paar Klamotten. Damit wir nicht gleich frieren, sobald wir 2 Minuten an der frischen Luft sind. Minus 12 Grad. Ist hier irgendwo noch Rohrkolben? Da drüben.
Und dann müssen wir auch gleich wieder zurück, weil die halbe Stunde ist ja auch gleich wieder um, ne? Wie er schnauft. Hallo Sascha! Da vorne sind auch noch welche. Die da vorne holen wir uns noch. Und dann gehen wir wieder zurück. Einfach im Bachverlauf folgen Häuser und Kleidung. Den Bachverlauf jetzt hier. Okay, das können wir dann im nächsten Ausflug machen. Wir müssen uns immer meterweise vorarbeiten. Vorlaufen und dann wieder zurück. In der Nähe ist die Scheune und das Bauernhaus. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Da oben ist ein Häschen, das könnten wir uns braten. Ah, jetzt haben wir nur... Ah, zwei Rohrkolben haben wir jetzt gefunden. Ist hier noch irgendwo was? Da vorne sind auch noch welche. Die hole ich mir auch noch. Das gibt's ja nicht, dass hier immer nur einer ist. Gut, die nehmen wir noch mit und dann auf geht's zurück. Ich denke mal, das Wasser wird schon wieder verdampft sein. Könnte ich mir vorstellen. Can't feel my hands. Natürlich. Das gibt's ja. Wir waren voll aufgeladen. Und jetzt sind wir schon wieder am Frösteln. Okay. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Wir haben wieder ein paar Rohrkolben da unten. Sehe ich einen Wolf. Hervorragend. Wunderbar. Dann gehen wir hier oben durch. Essen können wir auch schon wieder was. Dann gehen wir hier oben durch und nehmen noch eventuell Stöcke mit.